Ja, das ist eine riesige Sache hier für mich. Natürlich habe ich gehofft, dass sowas passiert. Das war schon der dritte Einlauf quasi bei mir, weil ich schon zweimal, als ich keinen Verein hatte, habe ich im Sommer hier trainiert. Und der dritte Einlauf hat endlich geklappt. Freue ich mich riesig und ich bin natürlich dankbar den Verantwortlichen dafür, dass sie mich engagiert haben. Gut, ich habe zwar keine Bundesliga-Erfahrung, aber ich habe über 160 zweite Liga-Spiele und kann ich doch vielleicht ein bisschen, was Torwartbereich noch Erfahrung der jungen Leute dienen. Ich weiß, in welche Umstände hier nach Leverkusen gekommen bin. Ich weiß, welche Verhältnisse, was Torwartpositionen betrifft, hier sind. Und wie gesagt, ich freue mich, erst dabei zu sein. Und ich bin kein Stinktier oder sowas. Wie gesagt, ich kenne meine Position jetzt in der Mannschaft. Und dass ich Vertrag hier bekommen habe, bin ich dem Trainer und alle Verantwortlichen sehr dankbar. Und mit gutem Trainingsengagement und so weiter will ich mich dafür bedanken. Ja, das Potenzial sieht man doch jetzt gerade nach diesen 5 Spielen, die gerade in Bundesliga gelaufen sind, dass das Potenzial gut ist. Der Wolfsburg war der erste große Brocken für Leverkusen in dieser Saison. Hat ganz gut geklappt und ich hoffe, dass das besteht auch für weitere Spiele und nicht endet nicht so wie letztes Jahr, dass nach guter Hinrunde war leider schlechte Rückrunde. Aber wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft ist intakt und das wird schon klappen mit dem Henk Heinkes ganz vorne.